Darth Vader? Wir sind bei der Ankunft in einen Hinterhalt geraten, aber ich habe die... Euer Versagen interessiert mich nicht, Commander. Ich bin auf einer eigenen Mission hier. Ja, grüß euch Leute zu einem Let's Play von Star Wars The Force Unleashed. Ja, was soll man dazu sagen, Großartiges? Jetzt schaue ich mal da gleich einmal Optionen, ob ich da was an der Steuerung. Spiel. Ja und ja, denke ich mal. So, was da ladet. So. Okay, also, was gibt's zu dem Spiel zu sagen? Um was geht's da eigentlich überhaupt? Also, da geht's einmal darum, ich glaube, ich habe da jetzt nochmal was falsch umgestellt. Nochmal rein. Kamera X-Achse, nein, das will ich nicht. Okay. Gut. Ja, also was gibt es für das Spiel zu sagen? Zeitlich spielt das einmal zwischen der Episode 3 und 4, also sprich zwischen dem letzten neuen und dem ersten alten Teil ist das zeitlich anberaumt, also sprich, die Klonkriege sind das. Und ja, in den Klonkriegen geht es eigentlich darum, dass das Imperium da seine Macht durchsetzt mit den geklonten Soldaten halt. Ja, deshalb die Klonkriege. Und dem Imperator und dem Darth Vader, denen geht es eigentlich darum, ja, die restlichen Jedis auszulöschen, die der Order 66 entkommen sind. Und ja, auf so einer Mission sind wir jetzt einmal. So typisch Star Wars mäßig ist das gleich einmal, einfach mitten rein in die Action. Wir dürfen da jetzt am Anfang mit Darth Vader spielen. Und der sollte doch schon mächtigen Power haben. Und wir werden das jetzt auch wirklich versuchen, so Darth Vader-Style mäßig da durchzuziehen. Was ist er? Er fällt dann von alleine um. Gut. Jawohl! Also wir haben da schon als Darth Vader eine Menge Fähigkeiten. Ja. Machtschub, das ist sowieso was Geniales. Dann haben wir eben schon den Machtgriff. Was haben wir da noch? Ja, keine Ahnung, was man da als Darth Vader alles hat. Aber auf alle Fälle noch nicht alle Fähigkeiten. Gut, also unsere Aufgabe ist es jetzt einfach einmal da, den Jedi zu jagen, und dazu sind wir auf Kashyyyk. Das ist die Heimatwelt der Wookies und deshalb werden wir da auch von Wookies attackiert. Ja, wir machen das ganz typisch cool, Darth Vader Style mäßig. Ganz easy. Ist da einer? Gehört habe ich einen. Da ist er. Ja. Gut, wie gesagt, das ist
der erste Teil, da gibt es zwei Teile von dem Spiel. Es ist schon eine Zeitl her, dass ich da den ersten Teil durchgespielt habe. Aber ja, das sind schon ein paar Jahre her. Aber ich habe mir es recht unterhaltsam in Erinnerung. Also mir hat ja an und für sich recht viel Spaß gemacht, das durchzuzocken. Und ich habe mir gedacht, ja, auch wenn es mal was Älteres ist, warum nicht auch nochmal ein Let's Play draus machen. Ja, komm her da. Ah ja, du hast mir urgeholfen, Bester. Danke dir. So, das war's. Da hinten kommen schon wieder Sturmtruppen und die bekämpfen mich ja nicht. Die wären schön blöd, wenn sie das machen würden. Ah, das ist sowieso ein Jumper. Ah, von hinten. Mein Freund. Wir haben ja da noch eine Fähigkeit. Wir können ihn ja dann noch mit Machtschub. Was magst du da? Auf wen schießt du? Alter, das ist aber auch nicht leicht. So. Ja, wie gesagt, als Darth Vader ist das nicht so schwer. Der macht sich dann einfach schon den nötigen Platz. Okay. Ah, da vorne sind die Freunde. Habe ich den erwischt? Jawohl, da ist noch eine Baustelle. Okay, hier geht's baden. Und was machst du da? Gut. Also viel weiß man von der Story, wie gesagt, noch nicht, außer dass wir da auf dem Weg zu einem Jedi sind, den wir vernichten sollen. Dir da nicht wichtig. Weißt du wohl nicht, mit wem du das zu tun hast. Okay, jetzt sind wir da in so einem Wookie-Aufzug. Ein Wookie-Aufzug. Gut. Wo führt uns der hin? Ah ja, gut. So. Dann gibst du mal Ruhe da hinten. Mit dir tun wir da mal ein bisschen kegeln. Zack, das funktioniert immer wieder. Jawohl. Okay, da haben wir schon eine Trophäe. Bahn. Ja, danke. So. Okay. Wir haben da oben, links oben die zwei Balken, der grüne ist die Lebensenergie. Jedes Mal, wenn wir Feinde vernichten, entziehen wir denen Lebensenergie und die wird wieder uns gut geschrieben, so können wir uns quasi heilen. Und der blaue Balken sind quasi die Machtkräfte, die regenerieren sich dann von alleine aber wieder. So. Weißt du, schneller. Tschüss. Ja. Da ist der nächste Wookie. Abwehren kann man da irgendwie auch. Ah, da hat man ja diesen Schwertschlag auch noch. Ja. Aufpassen, dass ich selber nicht runterfliege. Aber jetzt habe ich es wohl. So. Okay. Ach, da kommen wir ja die nächsten Schilder. Wo kommt's denn ihr her, Freunde? Mhm.
So. Aber für einen Darth Vader ist das natürlich kein Hindernis, bitte. Ja, du kommst da auch noch dran. Nur hinten anstellen. Ich glaube, die spawnen da immer wieder. Ich denke, ich werde mal weitergehen. Das ist ja unglaublich, wie die da spawnen. So. Sith-Wahn. Ah ja. In puncto Wahnsinn räume ich die Trophäen anscheinend ab. Ja, die Steuerung ist da nicht allzu schwer. Das Kampfsystem ist da überhaupt ein Eintastensystem im Schwertkampf. Parieren kann man natürlich auch noch. Oder jetzt und dann kann man halt im Konter gehen. Aber meistens pariert er eh auch von alleine die Attacken. Also das ist wirklich nicht allzu schwer. Tschüss, macht ihr da nicht wichtig. Ja, ist der nächste. Ich glaube, ich muss wieder weitergehen, weil ich glaube, wir kommen da wieder unendlich. So, Freunde. Machen wir da einmal klar Schiff. Jetzt sind wir noch auf der Suche nach dem Jedi. Aber ich glaube, das schaut da doch schon mal recht gut aus. Wow, ja wirklich. Noch einer? Mag noch einer kommen? Haben wir schon gefunden. Lord, was ihr auch wollt, hier findet ihr es nicht. Ihr könnt euch nicht vor mir verbergen. Jedi. Kehrt um! Okay, jetzt müssen wir den Typen da wohl fertig machen. Hallo Baum, ich sehe nichts. Na, okay. Ah, was mache ich denn? Der Block. Er kann die Kräfte auch blocken. Ja, jetzt stelle ich mich aber gerade mal besonders geschickt an bei dem Typen. Ah ja, wenn er das macht. Ah ja, genau. Au! Oh. Das tut weh, wenn einem so ein Ding am Schädel fliegt. So, Freund. Jawohl. Na, ah, wieder daneben. Das gibt's ja nicht. Was hat denn jetzt wieder? Da steht er. Okay, komm her da. Sieht man nichts hinter dem Felsen. Da kommt wieder ein Teil. TIE Fighter. Okay, kleiner Quicktime-Event. Oh, jetzt fegt er aber mit denen Platz zusammen. Wahnsinn. Bam! Gleich durch die Tür durch. Na, gratuliere. Spiel
viel Stärkerem in der Nähe. Wo ist euer Meister? Die dunkle Seite benebelt euch. Ihr habt ihn vor Jahren vernichtet. Dann werdet ihr nun sein Schicksal teilen. Lauf! Lord Vader! Komm mit. Es werden bald mehr hier sein. Och, die unschuldigen Augen eines Kindes. Als ich dich fand, warst du schwach. Aber nun ist ein Hass zu deiner Stärke geworden. Endlich ist die dunkle Seite dein Verbündeter. Erhebe dich, mein Schüler. Was wünscht dir, mein Meister? Deine Ausbildung endet bald. Es ist Zeit für die erste wahre Prüfung. Eure Spione fanden einen Jedi? Ja, Meister Ram Kota. Er greift eine wichtige imperiale Werft an. Vernichte ihn und bring mir sein Lichtschwert. Ich breche sofort auf, Meister. Der Imperator darf dich nicht bemerken. Hinterlasse keine Zeugen. Vernichte alle an Bord, die Imperialen und Kotas Leute. Wie ihr wollt, mein Meister. Ah, Master, ein exzellentes Duell. Proxy, ja, du hast mich überrascht. Das Trainingsprogramm ist doch schon Jahre her. Ich dachte, es wäre längst gelöscht. Ich hoffte, sie mit einem älteren Trainingsmodul zu überraschen, um sie endlich zu vernichten. Tut mir leid, dass ich versagte. Du versuchst es sicher weiter. Tu mir einen Gefallen, locke mich nicht so bald in... Ja, der neue Pilot ist eingetroffen, Master. Zugriff in reale Aufzeichnung. Captain Juno Eclipse, geboren auf Korulak, wo sie als jüngste Schülerin aller Zeiten der Imperialen Akademie beitrat. Ausgezeichnete Kampfpilotin mit mehr als 100 Kampfmissionen. Befehlshaberin bei der Bombardierung von Kalos. Von Lord Vader zur Leitung der Staffel Schwarz 5 erwählt, später einer streng geheimen Mission zugeteilt. Liegt denn auch ein psychologisches Profil vor? Eigentlich ja. Es ist gesperrt. Oh, Master, ich kann Ihnen sagen, dass diese Frau sich nicht umprogrammieren lässt. Wisst ihr, warum ihr hier seid? Ja, der Befehl war klar. Das Schiff in Gang halten und dorthin fliegen, wo eure Mission hinführt. Wisst ihr, dass Vader den letzten Piloten vernichtet hat? Nein. Doch ich vermute, dass er Lord Vader Anlass dazu gegeben hat. Das tue ich nicht. Hoffen wir es. Ich bin es leid mit den Neuen. Was habt ihr mit meinem Schiff gemacht? Ich habe es mir erlaubt, die Sensoren der Rogue Shadow zu verbessern. So werdet ihr jedes Schiff im ganzen System ausspionieren können. Ihr seid doch Vaders Spion. Ihr müsst nichts über meine Missionen wissen, außer wo sie stattfinden. Wir müssen jetzt nach Na Shaddaa springen. Bekommt ihr das hin? Na sicher. Ja, die Ladezeiten, das ist halt ein Problem bei dem Spiel. Aber wir haben es geschafft. Willkommen an Bord der Rogue Shadow, Master. Ich habe diesen Trainingsraum erst kürzlich für Sie ganz persönlich eingerichtet. Ja, das ist jetzt so ein Tutorial. Und ich mache jetzt einmal den ersten Cut. Und ja, ich hoffe, es hat einmal soweit gefallen.
Ich weiß, der Endkampf war jetzt nicht der überragende, das ist mir schon bewusst, der ist mir nicht so gelungen, aber ich verspreche, ich verbessere mich nochmal. Ich probiere es zumindest. Okay, weiter geht's dann im nächsten Part.